Und täglich grüßt das Murmeltier. Hi. Ja, ist das gleiche Outfit. Weil ich die beiden Videos jetzt schnell hintereinander drehe, weil wir schon 11 Uhr abends haben und ich hier am Morgen früh hochladen kann. Und dann meine ganze Webseite noch ein bisschen neu aufpäpple und dann, wenn ihr das seht, ist alles neu gestaltet und dank meines neuen Laptops kann ich jetzt wieder regelmäßiger posten. Gott sei Dank. War das ein Scheiß? Wie auch immer. Ja, mein zweiter. Eigentlich schon mein dritter Urlaub, aber ich war ja auch in L.A. Egal, weiter ging's. Anni kam. Anni war hier. War so happy. Sie kam dienstags an, aber wir haben uns erst sonntagabends gesehen, weil ich noch arbeiten musste. Und sie hat die Zeit genutzt, San Francisco auf eigene Faust zu erkunden. Gutes Mädchen, sie hat richtig viel gesehen. Ich war surprised, überrascht. Samstagabend hat mich dann mein Gastvater mit dem Porsche, wie es sich hier gehört, hingefahren zur Bahnstation. Ich habe dann die Bahn genommen, bin dann zu Annis Hotel gefahren. Also zu der Bahnstation nah an ihrem Hotel. Dann haben wir so, dann kamen die schon raus, haben uns gesehen, umarmt und ich weiß nicht, es war, als ob nie was gewesen wäre. So direkt so, ja, sollen wir eben jetzt zum Hotel gehen, meine Sachen mitbringen. Oh, klar, Quatsch, wie war es, San Francisco, was hast du gemacht? Ja, dies, das. Wahnsinn, war richtig toll eigentlich. Es war nicht richtig schön. So, das macht eine Freundschaft aus, so, dass man sich irgendwie 9 Monate gar nicht sieht und dann einfach da ansetzt, wo man aufgehört hat. So, das letzte Mal gesehen haben wir uns am 5. Januar bei mir zu Hause, nein, bei meinen Eltern in der Wohnung. Da habe ich ja wieder bei meinen Eltern gewohnt, die paar Tage. Als sie dann, als Anni und Conny und Lina sonntagabends abgehauen sind, und ich mich dann von Conny und Anni verabschieden musste. Lina war ja am Flughafen noch am nächsten Tag. Aber ja, es ist einfach so, ja, tschüss, jetzt mache ich keine Fallerei und bis bald. Ja, es war halt schon ein krasses Gefühl. So, einfach wieder schön, sie wieder zu sehen. Haben dann 2 Weinflaschen besorgt, die wir auch nicht mehr getrunken haben abends dann. Einfach so viel gequatscht haben, ohne drauf zu achten. Dann haben wir was gegessen in Mel's Diner. Sind zurück zum Hotel, ich habe mich reingeschlichen. Alles geklappt. Haben auch noch voll viel gequatscht, dann war ich schon so spät ins Bett gegangen. Whatever. Nächsten Morgen früh fertig gemacht, zur Badstation gegangen, mit der Bad angefahren, zur Endstation, wo Tim uns abgeholt hat. Hat er halt schon den Leihwagen abgeholt, haben uns den Leihwagen genommen. Und auf ging es nach. Geht mal das? Las Vegas! Oh mein Gott. Awesome. Also war es eine mega lange Fahrt, knapp 10 Stunden sind wir, glaube ich, knapp gefahren. Ja, wir sind so spätestens um 10 waren wir hier los, 10.15 Uhr, genau. Und angekommen sind wir da um 6.30 Uhr. Also mit 2 Pausen haben wir gemacht. Pipi und Essen und so, ne? Und ja, war eigentlich ganz gut. Anja hat die meiste gepennt, ich habe auch eine Stunde habe ich gepennt. Dann wir es durchgefahren. Hotel angekommen, haben uns fertig gemacht, sind dann auf den Strip gegangen. Den ganzen Strip runtergelaufen, haben uns dann Bellagio die Wasserfontänen angeguckt, dieses Schauspiel richtig schön. Ganz viele, alle Hotels eigentlich gesehen auf dem Strip. Wahnsinn! Wahnsinn, was es da alles gibt, ne? Haben uns dann bei Fat Tuesday hieß das, so Alkohol-Slush geholt. Voll geil. Richtig lecker, ne? Und haben auch ein bisschen gezockt in den Casinos, sie haben ein bisschen Geld verloren, Anni hat gewonnen. Ich habe ihr erklärt, wie die Slotmaschinen funktionieren, sie gewinnt. Tommy hat verloren. Und ja, that's it. Der war ziemlich knatschig und war abends zurück zum Hotel, weil wir Samstag früh morgens los mussten. Dann Samstags haben wir uns fertig gemacht und auf ging es zum Grand Canyon. Ich dachte mir auch nur so, hallo, ich sehe in 8 Tagen 2 Naturwunder. Niagara-Fälle gesehen und jetzt den Grand Canyon. Ich war ein bisschen aufgeregt. Tommy ist dann hingefahren und die Strecke hingefahren. Ich bin abends zurückgefahren. Und wo wir der war voll müde. Whatever. Da angekommen haben wir uns dann entschieden, nur die normale Tour zu nehmen. Also 2 Aussichtspunkte am Grand Canyon. Einmal die Indianerstadt, Westernstadt. Und ja, war eigentlich echt süß gemacht. Ja, wir haben uns dagegen entschieden, auf dieses Glasdeck zu gehen. Das hätte das Doppelte gekostet. Und das ist so ein Schwachsinn eigentlich, ne? Du darfst sogar keine Kamera mit draufnehmen, selber Fotos zu machen. Du musst die teuren von denen kaufen. Wir haben uns die Bilder angeguckt von denen. Die sind totaler Schwachsinn, die Bilder. Also, hier niemals dieses Skydeck.
am Grand Canyon machen oder wie auch immer das heißt. Totaler Blödsinn. Das ist so klein. Das ist einfach nur so ein bisschen, dass du so ein bisschen drüber stehst. So, kannst du runtergucken, weil dann unter dir ist ja nichts. Das soll halt den Kick geben. Aber ganz ehrlich, du kannst dich da am Rand hinstellen und guckst runter. Gibt dir das gleiche Gefühl irgendwie, finde ich. Ich weiß auch nicht darauf, aber das ist so ein Schwachsinn. Wer bezahlt denn dafür so viel? Wir haben richtig lustige Bilder gemacht. Was heißt lustig? Ich habe ein lustiges gemacht, was ich voll Spaß dran hatte. Schöne Bilder gemacht am Grand Canyon. Westernstadt gesehen. Da waren wir in einem anderen Aufschluss von Grand Canyon. Ich mochte den ersten, den wir hatten, mehr. Alle sagten, der zweite hat den besseren Aussichtspunkt. Da ist echt nur, guckst du drumherum, das ist echt, du bist mitten im Grand Canyon irgendwie. Komisch, ja. Auf jeden Fall, ja. Ich fand den ersten besser. Das war, vielleicht war das auch das erste Mal so überwältigend. Und alle sagen, der Grand Canyon ist das Beste, so was die alle bisher gesehen haben in Amerika. Also auch meine Gasteltern meinten, guckt euch das an, sowas wirst du nie wiedersehen. Sowas sieht man auch nicht wieder, das ist echt so. Ich kann es auch nicht beschreiben. Aber, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich weiterhin die Niagara-Fälle nehmen. Die haben mein Herz gestohlen. Die sind echt. Ich kann das nicht in Worte fassen, wirklich nicht. Ich werde noch nie drüber wegkommen, dass ich die gesehen habe. Wie wunderschön die waren. Wie. Okay. Gott. Schnitt danach. ja, auf jeden Fall. Wenn ihr aussuchen könnt, Niagara-Fälle. Ich bleib dabei. Das kann ich euch sonst noch erzählen. Aber, wenn ihr dann sowas labert, die, ja. Yeah, sorry. Genau, deswegen, na, Grand Canyon. Abends waren wir zurückgefahren, haben uns dann wieder fertig gemacht. Wieder auf den Strip. wieder ein bisschen rumgelaufen, wollten ein bisschen feiern gehen und so. Aber wir haben es kacke geplant. Wir waren so müde. Ich kann es nicht beschreiben. Wir waren so müde vom Grand Canyon, das hatte ich so ausgenockt, ne? Ich meine, wir wussten, dass da ein ganzer Tag für drauf geht, ne? Wir waren abends wieder ins Hotel, haben uns im Hotel auch noch ein bisschen gezockt, in einem anderen Hotel haben wir auch ein bisschen gezockt, sind dann zurück und sind auch pennen gegangen. Sonntags haben wir dann ausgeschlafen, irgendwie war. So ein Grand Canyon kostet dich den ganzen Tag ohne Scheiß. Hatten dann wieder vorher unseren Fat Tuesday Akku-Slash-Ding. Yummy, yummy. Dann ging es am Sonntag, hatten wir halt vor. Genau, sind wir zum Las Vegas-Schild gefahren. Haben da Fotos gemacht und dann wollte Tommy eine Shisha-Bar sehen, weil der hier Freunde von ihm haben eine Shisha-Bar eröffnet und so, letztes Jahr. Und irgendwie beruht die auf der in Las Vegas. Deswegen wollte er die halt sehen, was machen wir. Aber die ist noch zu. Habe ich vorher auch nachgeguckt, bevor wir hingefahren sind. Dann haben wir gesagt, okay, dann fahren wir zurück zum Hotel, parken Auto und gehen halt ein bisschen shoppen, weil ich shoppen wollte. Dann haben wir uns Caesar's Palace, haben geshoppt. Und wo ist mein T-Shirt? Warte, ich guck mal, ob das hier in der Tasche ist. Ja, ich habe mir im Caesar's Palace ein T-Shirt gekauft. Alter, das ist so geil, ne? Benny, Papa, Mama, ihr guckt das sowieso, ihr müsst das dem Benny zeigen, ne? Ey, das T-Shirt ist so cool. Sieht man das? Like a boss. Das ist, ich weiß jetzt erklären muss, das auch blöd. Also auf jeden Fall der Kerl von Hangover. Meine Eltern müssten den Film auch inzwischen kennen. Ah, keine Ahnung, ich fand dieses Top einfach nur so mega witzig, dass ich das von meinem letzten Geld auf meiner Kontokarte gekauft habe. Aber ich habe gelacht, ne? Als ich gesehen habe, ich so, ey, ohne Scheiß, sofort das T-Shirt. Ey. Naja, dann sind wir dann wieder zurück zum Hotel. Und sind dann zu. Wir waren lange shoppen. Dann sind wir zurück zum Hotel, haben uns wieder fertig gemacht und wollten dann zur Fremont Street. Ne, wir sind erst in die Shisha-Bar gegangen, haben die Shisha geraucht, sind dann noch zur Fremont Street. Das ist so eine richtige Lichter-Spektakel-Show-Straße. Also du gehst unter so eine Art Shoppingstraße, ne? Und über dir ist so eine Röhre, so Lichter, wie so ein Himmel nachgemacht. Aber alles mit Lichtern überall, ne? Da kannst du auch so Paragliding oder wie das heißt, ne? Also an so einem Seil hängen und durch die ganze Röhre langfahren. Ich kann es gar nicht beschreiben, was für eine verrückte Straße das war, ne? Crazy. Dann gehen wir weiter. Zum Swallows Fair Tower wollten wir. Haben ein Auto am Zirkus wieder geparkt, zum Swallows Fair Tower gelaufen. Aber wir waren zu spät. 5 Minuten. Die haben uns nicht mehr aufs Dach gelassen. Was ein Scheiß, ah. Aber wir durften dafür auf die Etage 107. Da waren wir damit auf der höchsten Lounge
in Las Vegas und haben dann da Cocktails getrunken. Ein Cocktail, ey, ich war bedient ab. Ich hatte meinen Spaß. Ich war echt so. Ich hatte Spaß. Sind dann wieder abends zurück zum Hotel, haben ein bisschen gezockt und so. Am Montagmorgen ging es dann weiter, mussten alles packen, auschecken, haben noch schnell das Frühstück gehabt, sind dann wieder zum Stratosphäre Tower gegangen, weil ich ja unbedingt die Geräte fahren wollte. Ich versuche euch den Link hier zu posten. Da gibt es ja so eine Achterbahn drauf, also die ist so, und da ist halt nur eine Gondel drauf. Und dann fährt die hier so und dann die Gondel geht halt über das Hotelrand, über den Hotelrand raus. Also die geht so, also die Schiene. Aber unter dir ist einfach nichts. Du guckst runter. Wie hoch war das? Ich hab's vergessen. 350 Meter waren es, glaube ich. 350 Meter guckst du runter, das ist einfach nichts. Und ich dachte mir so, krass, ne? Und dann mit der Achterbahn ging so, buh, und dann stoppt die so und dann geht die wieder zurück. Ich habe das irgendwann mal bei TAF gesehen und ich habe mir gedacht, Bucketlist für mein Leben, das will ich machen, diese Achterbahn in so ein Kettenkarussell. Das fährt dann so ein Stück rüber, dass das über der Stadt hängt. Also nicht mehr auf dem Hotel da. Das ist so eine kleine Zirkus. Also eine kleine Kirmes auf dem Hotel da. Fährt die so rüber, dass sie über der Stadt hängt und dreht sich dann wie so ein Kettenkarussell. Verrückt, ne? Hab ich gemacht. Gott, das war cool. Ich war nur am Lachen. Ich war glücklich, ich war so glücklich, ne? Ich war nur am Lachen, am Lachen, am Lachen. Tommy war am Beten neben mir, der so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich hab Spaß. Dann waren wir aber noch auf diesem Tower. Freier Fall heißt der, weil es dieser Tower, der so hoch fährt, dann so wieder runter fährt. Aber da war halt der Krieg, das wurde halt richtig hochgeschossen und du siehst ja diese ganze Stadt unter dir. Und dann wirst du nochmal zusätzlich 50 Meter hochgeschossen. Ne? Ich war am höchsten Punkt in Las Vegas damit, also. Ja, ich hab alle Mann unter mir. Wie immer. Da war halt ein krasses Gefühl, ne? Dann sind wir halt, was haben wir danach noch gemacht? Da mussten wir noch ein paar Dinge abhaken auf unserer Liste. Andi wollte noch zum Hard Rock Café, ich wollte noch eine Cola im Cola Store trinken. Und dann haben wir uns auch irgendwann auf den Rückweg gemacht, da war es schon 4 Uhr. Ja, spät wurde es. Tommy war müde, da habe ich gesagt, komm, ich bin hellwach, ich bin noch hier voll und Adrenalin, ich fahre zurück. Ich bin dann auch eine ganze Weile gefahren, dann ist er dann, hat er dann wieder irgendwann übernommen. Und ja, dann waren wir abends um Mitternacht zu Hause, Anni und ich, gegen Mitternacht. Und wir haben auch nur noch Klamotten ausgezogen und ins Bett, weil todmüde waren. Aber wir hatten ein richtig cooles Wochenende in Vegas. Also hat echt Spaß gemacht. Wir hätten das anders planen müssen mit dem Grand Canyon, weil Grand Canyon kostet dich echt über 24 Stunden Zeit. Weil du schon abends weißt, du kannst nicht lange machen, weil du früh raus musst. Und vom ganzen Tag bist du einfach nur noch K.O. abends, dass der Tag auch hin ist, die Nacht über. Wir dachten, das wäre anders, war es aber nicht. Egal, wir hatten auf jeden Fall immer, hat Spaß gemacht. Anni hat Geld gewonnen, als Einzige. Hauptsache einer gewinnt. Ich freue mich wirklich für dich, Anni. Aber ich war auch irgendwann, weil hatte ich auch den Moment, wo ich richtig angepisst war. Weil einen Automaten habe ich ausgesucht für die und dann hat die $80 dran gewonnen. Aber man freut sich ja für seine Freunde. Jetzt im Nachhinein ist echt, Hauptsache einer hat gewonnen, ohne Kack. Aber Anja hat auch genug Geld verschoppt da. Also von daher hat sie zu Recht gewonnen. Wie auch immer. Das war mein Vegas-Wochenende. Jetzt haben mich schon einige gefragt, wo geht der nächste Urlaub hin? Erstmal nirgends. Ich bin jetzt auch erstmal so, okay, jetzt bin ich auch pleite, 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 pleite. Jetzt muss ich erstmal wieder anfangen, Geld zu sparen. Ich muss jetzt erstmal alles hier, meine Verlängerung und den ganzen Kack bezahlen. Und ja, dann geht es erst nächstes Jahr weiter. Jetzt kommt erstmal Halloween. Okay, Leute, das war das Vegas-Video.